Heimat. Für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen ist das ihr Stadtteil, ihr Quartier. Zugleich ist es ein Ort der Begegnung. Moderner Wohnungsbau gibt den unterschiedlichsten Lebensentwürfen Raum und fördert zugleich das Zusammenleben. Ein Beispiel hierfür ist das Parkquartier Königsborn in Unna. Mit der Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen wurde hier weit mehr geschaffen als nur ein Dach über dem Kopf. Es entstand ein Lebensraum für mehr als 150 Menschen. Höfe zwischen den drei Gebäuden und ein Café bieten Platz zum Verweilen und ermöglichen nachbarschaftliche Kontakte. Statt der Anonymität des Hochhauses, das hier früher stand, entwickelt sich ein lebhaftes Miteinander. Das Parkquartier Königsborn umfasst 108 barrierefreie Wohnungen und drei Gruppenwohnungen in unterschiedlichen Größen und Grundrissen, 44 Wohnungen für Menschen mit Betreuungsbedarf sowie eine Pflegestation für 24 Bewohnerinnen und Bewohner. Bezahlbarer und generationsgerechter Wohnraum für Familien, Paare, Singles, Senioren oder Menschen mit Behinderungen. Hier ist Wohnen für alle Generationen bis ins hohe Alter möglich. Die Höfe und Plätze sowie ein integratives Café mit Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen sind beliebte Treffpunkte für Bewohner und Nachbarn. 21,2 Millionen Euro kosteten der Abriss des Altbaus und der Neubau. 14,7 Millionen Euro davon stellte das Land Nordrhein-Westfalen über die NRW-Bank aus Mitteln der Wohnraumförderung als Förderdarlehen zur Verfügung. Damit ließ sich alles finanzieren, was ein Quartier lebenswert macht. Von den modernen Wohnungen über die Pflegeinsel bis hin zu den Gemeinschaftsflächen. Hier wird Nachbarschaft gestärkt. Das trägt dazu bei, dass sich die Menschen in ihrem Quartier wohlfühlen. Im Parkquartier hier gefällt es mir sehr gut. Ich hatte vorher eine kleine Wohnung, die war nicht mehr behindertengerecht und nicht mehr altengerecht. Da bin ich zu dieser Wohnung gekommen, habe sie mir angeschaut und war gleich begeistert. Alles ist fantastisch, genau auf meine Bedürfnisse ausgerichtet. Das Umfeld ist nett, die Nachbarn sind lieb. Also ich kann nur Positives berichten. Früher war hier sehr großes Haus, Mehrfamilienhaus und war so dreckig. Und jetzt im Moment ist wunderbar, ist ruhig, ist richtig, haben wir hier auch Geschäft zu einkaufen, also ist wunderbar. Also wir haben im Kreisgebiet natürlich nicht so viele Quartiere dieser Art, wie wir sie hier in Königsborn finden. Das gibt es nur noch an wenigen Stellen innerhalb des Kreises Unna. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle so etwas Ähnliches, wie wir es hier sehen, stattfinden könnte. Und fest davon bin ich überzeugt, dass eben insbesondere in den Großstädten in Nordrhein-Westfalen ein solches Projekt, also Abriss, Neubau, Auflockerung, sicherlich zukunftsweisend sein könnte. Hier findet jeder ein schönes Zuhause. Moderner, attraktiver Wohnraum ist entstanden. Und das zu langfristig bezahlbaren Mieten. Ein Quartier für alle.